Willkommen zurück zum Test-Livestream. Ihr seht es schon, Kerbal Space Programm. Wunderbares Kerbal Space Programm. Tja, super ist es. Wir starten ein neues Spiel. Ich habe ein paar Mods installiert. Natürlich der, was man immer braucht für das Spiel. Start New. Sandbox Start. Override. Und Valsgott, 69 Jahre Mond. Mondlandung war 1969. Haben wir jetzt auch schon 60 Jahre bald. Ziemlich auf dem Tag, glaube ich sogar genau. Machen wir eine Apollo-Mission zum Mond quasi. Spielen wir noch. Und die hat man da schon eine Saturn 5 Rakete runtergeladen, die wir mal zusammenbauen und so weiter, kennen wir gar nicht mehr aus. Launchen wir den gleich. Die gute alte Saturn 5 Rakete. Ja, Jap EVA. Nein, EVA nicht. EVA war falsch natürlich. Phew. So, Jap, wie geht's da? Sehen tut man nicht viel. Weil du hast keine Fenster. jetzt weiß ich nicht, wie ich mit der Kamera rauskomme. Ich weiß nicht, wie ich mit der Kamera jetzt rausgekommen. Ist das nicht geil? Und ich weiß nicht. Ach du meine Güte, deswegen ist es nur ein Livestream und kein fertiges YouTube-Video natürlich. Ich muss mir da auf dem Nebenbildschirm die Kerbal Controls. Kerbal Space Program Controls Key Bindings. Muss ich mal aufmachen nebenbei, weil ich vergiss alles. Da 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 da. C? Ja, C. Die Taste C was. Ist ja wurscht. Wir geben einmal, also wir schalten mal unser Steuersystem ein. SAS, RCS würde ich mal nicht verwenden. Oder für die Startsequenz wahrscheinlich schon. Das sind die, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich kann mich fast gar nicht mehr erinnern. Das sind die kleinen Booster da, die da, das sind RCS Booster. SAS ist natürlich das, was ein Gravitron hat. Oder wie heißt das schön? Ach, so Schwungradl halt, ne? Passt. Das ist übrigens alles neu. Da kann man automatisch Punkte anwählen lassen. Ist sehr praktisch, als dass es früher noch nicht gegeben haben. Throttle gehen wir voll. Throttle und passt. Mehr ist eigentlich nicht zum Tun, hoffe ich. And we have a liftoff. Wir gehen da bei Frühschub ins 250 rein. Als jetzt, wenn wir ausschalten, dann bleibt stabil. Das ist eine schöne Rakete eigentlich. Gravity Turn werden wir anfangen. Schub, den wir zu 250 Meter.
Seite her hat die SAS eigentlich ganz verschieden, als es aussieht. Das ist ein Traum. Wirkt somit sehr, sehr effektiv durch den Orbit. Da gehen wir mal ab die Apsis halt, das muss ganz normal. Ja, ist so schön. Das sollte 17.000 hoch sein. Wegen Apsis war noch gut. Erste Stufe ist weg und jetzt machen wir mal einen Orbit-Burn. Die Apoapsis sinkt leider. Das haben wir jetzt versammelt. Revert Flight to Launch. Ja, ich habe das Spiel schon seit 4 Jahren nicht mehr gespielt, glaube ich, oder seit 5 Jahren. Deswegen bin ich so schlecht. So, wir gehen wieder Full Throttle SAS ein. Wir haben natürlich da der Notfallskanzler an Bord, falls wir da an Bord kommen. Zack! Das sind unsere Pilotenboten, aber das wollen wir natürlich nicht. Also falls der explodiert, fertig. Die Raketen kann explodieren, aber das haben wir eh schon immer gehabt. Revert Flight, Launch. So, jetzt. Aber jetzt. Jetzt fliegen wir zum Mond. Das Problem ist, ich sei es an. Full Schub. Herrlich. So, da gehen wir jetzt auf Prograde einmal. Und dann gehen wir wieder auf Stimulate. Sehr gut. Mond, ich komme. Falls das hinhaut irgendwie.
haben wir da jetzt für ein paar Apps so 58.000. Wir müssen da ziemlich steil auffliegen. Das wird nicht besser, glaube ich. So, ein bisschen. Ah, jetzt haben wir schon 84.000. Jetzt gehen wir auf Prop Rate. Na, 67, oder? Ich kann den Zoll nicht lesen. 69. Das Problem ist, ich muss da ziemlich lang Treibstoff verbrauchen, weil ich habe so wenig Treibstoff mit und so ein kleines Delta V. Das heißt, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Wir müssen lang brennen, damit wir unseren Orbit zusammenbringen. Ich habe einmal ein Raumschiff gehabt, da habe ich da auf der Apoapsis einmal kurz Stoff geben und zack war der Kreis da. Und bis wir den Kreis haben, müssen wir noch mehr Schub geben. Ne? Aber wir können viel flacher jetzt schon fliegen. Weil je steiler, dass wir jetzt fliegen, also da habe ich gesagt, der Kompass, desto größer wird der Zoll da. Und der braucht nicht größer wie von 90 wie ein. So. Declination haben wir. Wo ist der Mond? Da ist der Mond. So, die Berge Apsis sollen wir heute halt bald einmal erreichen, hoffentlich. Sobald das auf 75 ist, die Berge Apsis, schalten wir ab. Ah, Alter, schlecht. Schlecht. Also mein Apoapsis ist da. Wurscht. Ich würde gern jetzt einen Manöverpunkt setzen. Dann machen wir das auf 0. Machen wir da zupfen. Muss ich da ein bisschen auf? Nein, gell. Okay. Zupfen. So, jetzt schneiden wir mal die Flugbahn. Da treffen wir super auf den Mond. Das Problem ist, das ist bei der Berge Apsis und der ist... Da werden wir da noch ein bisschen... Ich bin da komplett falsch geflogen eigentlich, gell? Bin eigentlich komplett falsch geflogen. Wurscht. Dann nochmal das weg. Unser Fairing weg. So, jetzt haben wir mal unseren Weltraummüll hinter uns lassen. Und jetzt fahren wir mal da zur Apoapsis her. Alter, da bin ich schlecht. Schlecht. Schau, wie unsymmetrisch unser Kugel ist. Jetzt switchen wir auf Prograde um. Das Schöne ist, das dreht sich jetzt von selber, weil wir da den Kompass einstellen können. Viel haben wir das alles manuell machen müssen. Und jetzt geben wir ein bisschen Gas. So, und jetzt setzen wir unseren Manöverpunkt. 0,3 Grad ist okay. Da irgendwo, keine Ahnung. Am schnellsten sind wir natürlich auf der Berge Apsis, wo wir meistens Speed haben. Schaut, wie schön wir den erreichen. So,
muss ich gar nicht so schnell sein. Bisschen zupfen. Passt. Anti-Target, Target, glaube ich, muss ich, ne? So, Time Warp. Das ist keine Mode, weil wir so einen hohen Orbit haben, dass wir da schnell Time Warpen können, weil im kleinen Orbit können wir nur vierfache Geschwindigkeit machen, glaube ich. So! Manöverpunkt, den müssen wir ansteuern, glaube ich, oder? Ja, schon langsam komme ich wieder rein. Lichter wie keine, oder? Nein. Ich habe halt die Raketen selber nicht zusammengebaut, das ist das Problem. 1 Minute noch bis zum Manöverpunkt, wir time warpen nochmal mit 5-facher Geschwindigkeit, 10-fach. 5, 4, 3, 2, 25 Sekunden und dann gehen wir Schub. Mit Y können wir das gleich aufhauen auf Vollgas Schub. Delta V von 719 Meter pro Sekunde brauchen wir. Treibstoff haben wir. Es wird sich ausgehen irgendwie. So. Sobald wir unseren Orbit da. Das schalten wir jetzt auf Prograde. Ah, das schalten wir. Los wir dann auf ein Manöver. Das hat mich interessieren, wie das jetzt hinhaut. Der Mond fliegt da so vorbei und wir kommen von hinten. Von hinten und haben da Bremszündung. Ah, herrlich. Das haut ja hin. Wir feiern 1969 die erste Mondlandung nach. So, schaut euch das an. So, jetzt können wir da langsam dosieren anfangen. Mit dem Schub. Oh, mit dem Schub langsam, habe ich gesagt. Ah, da muss ich noch mal kurz nachschauen. Caps Lock ist zwischen normaler und Präzisionssteuerung wechseln. So, Caps Lock ein. Einen Moment. Ich muss da mal reinzoomen. Wie schaut man das aus? Guckt jetzt Moon-Periapsis ist natürlich cool. Okay, der wird immer kleiner, das passt. Schaut's wie cool, wir machen da mit kleinen Bewegungen, kann man da ganz viel beeinflussen da heraus. Und das ist schon geil, wie der Weltraum so funktioniert. 51, 54, übersehen darf ich es jetzt nicht. 2 Kilometer, was hat denn der Mond für Anziehungskraft in dem Spiel? Passt, fertig! können wir jetzt in der Map unseren wunderbaren Manöverpunkt löschen? Passt. Das ist jetzt unser Flugroute. Gibt es jetzt keine mehr. Wir kommen ziemlich nah rein. Das heißt, ich muss nochmal Retrograde. Und da machen wir jetzt wirklich nur einen Hauch von Schub. Und dann machen wir mal eine Speicherung. So, ganz sachte, gell? So, jetzt haben wir wieder Periapsis da. 4 Kilometer passt. So, wir wechseln auf das Target. D.
drehen uns ins Flugrichtung. Sonne scheint. So leicht hat sie uns besser an. Wir sagen Tschüss zur Erde, quasi. Und jetzt wird es interessant. Jetzt Quick Saving. Jetzt haben wir mal gespeichert. Und jetzt machen wir das. Also, wir sind ziemlich kosteneffizient da hinkommen sogar. In Wirklichkeit schaut das jetzt so aus. Wir speichern einmal. Und in Wirklichkeit haben sie dann die Stufe abgetrennt. Dort die gekappelt, glaube ich. Und man ist erst dabei die Antenne ausgefahren. Extend Antenne natürlich. Und seht ihr, da ist das Mondmodul drinnen. Und das müssen wir da jetzt auserziehen quasi. Und ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, wie das geht. Also F5 speichern. So, RCS ein. Set as target. Was machst denn du da? Control from here. Okay, der hat jetzt was selber. Also Präzisionssteuerung ein, brauche ich unbedingt. So, und jetzt. Jetzt wird's interessant. Velocity müssen wir auf 0 bringen, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann kann ich mit da jetzt rollen. So ganz sachte, gell? So, wir beschleunigen jetzt wieder dorthin. Also ohne den Target-Computer kennt ihr das nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das schalten wir jetzt einmal aus. Weil ich will da ein bisschen. Der Geschwindigkeitsunterschied wieder auf klar bringen. So, normalerweise, jetzt tragen wir uns da mal. Bist du Depper, deswegen mache ich das auf einem Livestream und nicht in einem YouTube-Video, weil da will ich mich nicht schauen, Mann. So, wir bringen jetzt einmal das da rein, das Phone-Kreuz, sehr gut. Dann muss ich ein bisschen zurück. Dann rollen wir den Kompass, die Kompassnadel nach oben, weil dann können wir, sind wir mal orientiert dazu. Und jetzt muss ich seitlich Schub geben. Aber mal schauen wir mal. Boah, da lag er so weit weg, trifft, da bin ich da noch nie. Aber looking good, looking good. Das heißt, ich müsste dann jetzt nur mehr abbremsen, dann, ne? Also bei der echten Apollo-Mission hat das natürlich nicht so hingehört. Die haben sie umgedreht und fertig. Ich habe mich auch umgedreht und der hat dann fast selber zum Docken probiert, was ich eigentlich ihm nicht gesagt habe. Aber wir haben ja Zeit auf dem Flug zum Mond. Zum Mond.
So, eigentlich habe ich das jetzt gar nicht so schlecht unter Kontrolle wieder mal. So, noch. So, und da muss jetzt Schub geben, gell? Ich fahr nur mehr mit den Fondkreisen. Ich könnte das aus dem Bild seiner View machen. So haben wir das in echt auch gemacht. Die sind nur mit den Instrumenten geflogen. 4,7 Meter zum Docken. So, das Nasal noch ausrichten. Das Grüne ist das Wichtigste, dass das in der Mitte ist. Ich glaube, das passt ganz gut. Was haben wir da gehabt? C war die Taste, gell? Schaut's wie schön. So taugt man halt noch. Richtig oldschool an, jetzt komme ich da wieder ein bisschen weg. Ich muss immer mit dem Gelben in Grünen nachfahren, dass der Grüne wieder reinruckt. So ist es gegangen und mit WASD kann ich das ausrichten besser. Geil. Es funktioniert wirklich. Zack! Wir haben gedockt! Geil! Docking Computer aus. Taugt mir! Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt funktionieren soll. Ich meine, ich kenne das jetzt mit dem natürlich, die Engine ist aus. Ich speichere mal mit F. Ich habe so viel RCS braucht. Monopropellend, naja. Okay. Passt. Ist ja wurscht, speichern wir mal Quick Save. So, und jetzt? Da gibt es einen Decoupler drinnen. Wo wir das Triebwerk abhängen. Mit dem können wir jetzt, wo wir noch Strom haben, können wir uns auf Retrograde hindrehen. Ohne RCS, bitte, danke. Oh, ja, passt. Wir machen einen Time Warp. Mit tausendfacher Geschwindigkeit. Da sind wir, da ist der Mond. Das Mond. Und Umlaufbahn. Sehen wir schon. Hallo Mond. So schaut das geil aus, oder? So, wir machen da. Wir müssen die Berge absetzen, die ist mir viel zu niedrig, die muss ich da ein bisschen aufsetzen vom Gefühl her. Wir machen deshalb noch ein Retrograde. Ja, falsch nämlich, ne? Weil wir jetzt von dem Knotenpunkt aus steuern. Wir müssen eigentlich. Control from hier. So, und jetzt schaut es natürlich schon ganz anders aus. Jetzt dreht es nämlich richtig. Ah, gut, dass ich noch ein bisschen Erfahrung mitgebracht habe. So, wir schauen da, dass die Periapsis noch ein bisschen aufkommt. Aha,
das ist ja falsch. Eigentlich müsste ich da die Herge ausfeuern, aber probieren wir es einmal mit. So. Ja, jetzt steig sie. Bin ein bisschen ausabbiegen auf 25 Kilometer. Passt das? Keine Ahnung. Optimal Moon Orbit. Gut, dass wir Internet immer nehmen haben auf dem zweiten. Best Orbit for Moon Landing. Und was mit 15? Was haben wir da jetzt? 28, passt. So, wir speichern wieder mal ab. Das haben wir nicht so schlecht gemacht. Und jetzt hätte ich fast. Hätte ich fast versammt. Retrograde. Ja, das ist ein guter Orbit, oder? So, und jetzt bremsen wir die Sau ab. Aber Vollgas, gell? Das haben sie in echt nicht mehr mit dem Triebwerk, glaube ich, gemacht, wenn ich mich nicht irre. Die Apoapsis soll halt gleich sein. Die Bergeapsis. Ah, wir haben einen Orbit! Schön! Apoapsis haben wir auch, aber. Ich will einen scheinen Orbit haben zum guten Landenweger, auch zum guten Dockenweger. Leider, was war das jetzt, Fitz? Passt, lassen wir das einmal so. Ein bisschen zu viel, aber wurscht. So, und jetzt habe ich leider keine Ahnung. Treibstoff war super. Jetzt habe ich leider keine Ahnung, was wir da jetzt machen. Da haben wir mal Control from here. A Retrograde ist vielleicht eh nicht so schlechte Richtung. Ausschalten, stabilisieren. RCS ein, speichern. So, und jetzt drücken wir mal Space und schauen, was passiert. Okay, und jetzt mit dem RCS. Passiert gar nichts. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ah, es funktioniert! Wir ziehen unser Mondlandegerät aus der Hülle. Das Gerät hätte eigentlich irgendwo hinfliegen sollen in die Sonne, jetzt kreist halt ewig um den Mond. Sehr geil, wir haben unseren Mondlander heraus. Es hat funktioniert, sehr gut. In echt haben sie das, glaube ich, schon auf dem Weg zum Mond gemacht und das Gerät ist in die Sonne geflogen. Oder das wäre, glaube ich, sogar nein, in dem Orbit, glaube ich, gewesen, oder?
Na, die Sonne ist ja doch ein bisschen weit weg. Weiß ich nicht. Wie das in echt war. So, das ist unser Versorgungsmodul, das ist unser Mondlandefähre. Das heißt, wir müssen, einer muss im Versorgungsmodul bleiben. Das ist der Bob. Und der Jeb. Der Jeb. Schafft er das? B für Board. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss da nochmal speichern. Quick Save in RCS off. Wir drehen das Ganze jetzt ein bisschen ins Licht, damit ich da. Naja, okay, da ist das Hedge. Das wir, in echt sind sie da natürlich durchs Dock durchgegangen, aber das können wir da in Kerbal Space leider nicht machen, oder? Oder? Transfer Crew. Natürlich können wir das da machen. No Crew on Part. Der Chap? Und der Transfer Crew, der Bill. Das haben sie jetzt neu gepatcht, sonst hat man da. Nämlich. Hedge is constructed and cannot exit. Okay, den brauchen wir, der braucht einmal nicht eine, aber der Bill? All hedges are obstructed and cannot exit, okay, weil er da ein Lader drüber baut hat, der Typ, der Idiot, oder was? Wurscht. Wir machen das jetzt so, Control from here. Dann... Undock. SAS und RCS 1. So, mach's gut, du Idiot da drinnen. Du bist eh hoffentlich in einem stabilen Orbit um den Mond. Da sind wir. In echt geht es natürlich nicht. Da bremst dir ein bisschen, glaube ich, die Gravity oder so. Aber das gibt's zum Glück nicht. Passt, wir... Activate Engine. Dann machen wir Retrograde. Und... warten. Bis wir Time to Periapsis 4 Minuten haben. 3, 2, 1, aus. So, und dann machen wir jetzt eine. On the Dark Side of the Moon. Wir wollen wirklich on the Dark Side of the Moon landen? Na. Das bringt mir nichts, weil ich habe keine Scheinwerfer mit. Und wer will schon auf der Dark Side of the Moon landen? Da ist es ja schein irgendwo, oder? Dann brennen wir halt einmal. Bis wir da irgendwo mal aufschlagen. Landet man da jetzt ja mitten am hellen Fleck. Passt. Okay. Wir haben nicht einmal Scheinwerfer an Bord. Das ist ja beschiss.
Da haben wir uns halt einmal richtig. Und dann machen wir mal einen gescheiten Time Warp. Ah, Retrograde, wir müssen ja bremsen. Das hat jetzt einen Sound, das ist ja geil. Deploy Shielded. Keine Ahnung, was das ist. Theoretisch soll er das da landen, obwohl ich das schon ewig nicht mehr gemacht habe. Versorgungsmodul, ne? Und ein Lander. Ich hab keine Ahnung, was ich da jetzt mache. Speichern wir mal sogar oder Quicksaving und dann. Das ganze, Treibstoff braucht zum Starten auch wieder, ne? Das ist das Problem. Weiß ich nicht, ob das jetzt der optimale Orbit um den Mond ist, ob das der richtige Einfallwinkel ist oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung leider. Landen wir es wohl da schaffen, aber. Rein einmal runter, Vollgas. Ich bin viel zu schnell, ich bin viel zu schnell, viel zu schnell, viel zu schnell. Durchstarten! Durchstarten! Das wird ein Bauchflitsch! Also ich ist auch noch bremsen, Alter, ich bin viel zu schnell! Ihr sterbt so, tut mir leid, das habe ich versammelt. Ich glaube, ich muss da schon. Wo sind wir da jetzt in der Höhe? Schau, was der aufhält. Gehen wir halt einmal runter. Ich will jetzt einfach wissen, was einmal passiert. Wenn ich da. Und da gehen wir auf Retrograde. Land auf dem Mond, ne? Es ist halt immer dieses ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, gell? Treibstoff, Eintrittswinkel. Ich meine, jetzt haben wir einen ziemlich steilen Eintrittswinkel. Aber wir sind mit der Geschwindigkeit einmal herunten. Aber das geht sich glaube ich schon wieder nicht aus. Ich mache da schon wieder den Bauchfleck, glaube ich. Ich muss, sobald ich den Vollgas ab jetzt. So, ich mach kurz eine Pause.
Ja, ich bin wieder da. Geschwindigkeit schaut super aus. Fuel schaut scheiße aus. Ah, vielleicht können wir da mit einem RCA sogar noch irgendwas boosten. Sonst müssen wir heute ein bisschen cheaten. Wir speichern einmal wieder, weil es ist eh scheißegal. Und zwar 70 Meter pro Sekunden Quadrat. War das der Kader, auf den wir immer Bauflick gemacht haben, oder war das der hinten da eben? Bin mir das nicht ganz sicher. So, wie viele Meter haben wir noch? 5 Kilometer. Wie schön, dass wir da oben kommen. Und mit dem Retrograde-Automat, es ist noch viel leichter. So, jetzt einmal Stoff geben. Wir müssen ein bisschen langsamer werden, bevor wir da aufcrashen. Meter pro Sekunden. Ich schätze mal da unter 10 wie oben. Bin jetzt noch immer 3000 Meter hoch oben. Distance to Surface. Surface. Altitude, Terrain, Vertical Speed. Impact Time 8,7. Ja, heben wir ab, das will ich nicht. Scheiße. Bleib stehen! Bitte bleib stehen! Und wir haben ein Bauchlandung gemacht. Ah, fuck! Ach, das schiefe Terrain. Ich hab da. Wo ist denn mein Impact Time? Midlands Slope? Wo ist meine Distance? Altitude Terrain. Das stimmt ja nicht, oder? Keine Ahnung. Impact Time, 26 Sekunden. Machen wir da diesen, dann geht es ein bisschen schneller. Zehn Sekunden noch, nein. Na, jetzt sind wir zu schnell, glaube ich. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom, tot. Schnell. Oh, scheiße. So, retrograde. Es dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Ich muss da wieder meine Präzisionssteuerung einschalten mit Caps Lock, weil sonst
Ah, da wird es blau, cool. Ach, das Spiel ist schon geil. Kann man sagen, was man will. So, jetzt brennen wir ein, was das Zeug haltet. 20, 19. Caps Lock ein. 13 Sekunden. Hundert Meter. So, jetzt haben wir das aber gut, gell, im Griff. Vier Meter pro Sekunde sinkend. Mit 4 Meter pro Sekunde, das da landen wir schon, oder? Und wir sehen unseren Schatten. Ich hab nie mehr Treibstoff, dass ich daheim zurückkomme, glaube ich. Touchdown! Passt! Alles ist aus. Das brauche ich wahrscheinlich zum Wegkommen. So, wir speichern das mit Quick Save und kennen jetzt wahrscheinlich nicht das. Aha! Wir haben genügend Treibstoff anscheinend. Observe the goo. Dann können wir da Retract Antenna. Extend Antenna, so geht es. Und Extend Antenna. So, das ganze, das Problem ist, ich komme da jetzt nicht raus, wie es ausschaut, oder? Auch jetzt geht's. Let go. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es sogar auf der Sonnenseite des Mondes geschafft. Milchstraße. Hast gut gemacht. Lights geht mit Elon. Nein. So, ich muss jetzt wieder bei der Steuerung, Kabelsteuerung nachschauen. Einen Moment. Flugsteuerung, Dock-Modus, EVA-Befehle, Jetpack ist R. Sehr gut. Gefallen. Passt. Wir plant the flag. Apollo 11. An die Leg. Erinnerung an die legendäre Mondlandung 1969. Passt, danke, wie geschaut. EVA Propellant. Hui! ja. Sehr gut.
Ich weiß leider nicht, wie mit. Ah, ich glaube mit. Na, das war's nicht, aber ich glaube, es war. War das? Shift? Ja, mit Shift können wir auffliegen. So! Wir fahren heim. Und B für Board. So, grundsätzlich haben wir das da. Jetzt probiere ich mal was und zeige es euch, wie es damals war. F5 speichern. Control from here. Besser hin. Ja, ihr wisst, um was es geht. Aber da ich ein bisschen ein Treibstoffschisser bin, will ich mit der ganzen Stufe nochmal abhauen probieren. Das da irgendwo dann im Orbit zurücklassen. Jetzt kommt das schwierigste Manöver. Wir müssen von unserer Mondlandefähre unser Saturn-Replika wieder, also unser Versorgungsmodul erwischen. Und deswegen warten wir mal, bis er da am Ort. Was war das jetzt? Das ist unser Ziel, einmal am Horizont aufgeht, weil wir werden dann da so außer beschleunigen, ne? Und dass wir uns da irgendwo treffen. Das ist mein großes Ziel. Wenn ich da auf ein beschleunig, wenn ich da jetzt auf ein beschleunig, schafft er das da auch da her? Ich meine, ich muss das jetzt speichern und jetzt probieren wir mal. Ich muss jetzt einmal mein Ziel suchen. Mein Target finde ich leider nicht. Wo ist mein Target? Das ist. Ich muss mich da ausrichten, leider. Jetzt finde ich die Kontur nicht so. Passt, ich muss da rumfliegen. Wir speichern und dann. Da, ah, da haben wir sie schon. Das haben sie nicht gemacht, das haben sie zurückgelassen, aber ich bin ein bisschen. Ich dachte, da muss ich aber schön auf. Ich bin ein bisschen Schisser. Das ist doch eigentlich Eigenschaft und das ist eine Scheiße. Das ist echt nur Bremstriebwerk eigentlich. Also wurscht, wir lassen keinen Mondmüll zurück. Sechs her, und jetzt beschleunigen wir mal. Betrobener. Ah, da, wenn du es wieder ins Gefühl kriegst, das Spiel. Schaut, wie geil das funktioniert. Gar nicht, nämlich. Richtig ist, dass man mal. Ah, schaut, wie dahinter die Intersection da noch guckt. Ich hab's ja gar nicht. So. Und
jetzt. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ich muss ein bisschen over natürlich. Ich muss noch ein bisschen over. Da haben wir einen Schnittpunkt, aber da muss ich jetzt wild abbremsen. Schöner war, wenn ich... Ja, lassen wir es einmal so. Passt! Gut. Dann gehen wir zum Manöverpunkt. Der in 13 Sekunden schon so weit ist. Manöverpunkt. 5, 4, 3, 2, 1. Nee, weg. Löschen soll's denn. Passt. Da haben wir dann Separation 0,4 Kilometer, Relative Speed ist 275 Meter pro Sekunde. Das muss ich dann abbremsen. Ne? Speichern wir mal sogar. Time Warp. Ui, da kommt sie schon. Eigentlich muss ich beschleunigen noch. Gell? Wir dann uns auf Prograde hindrehen. Und jetzt gehen wir nochmal Schub. Ah! Prograde bin ich, ich muss da beschleunigen. Er kommt viel zu schnell im F9 nochmal. Ha! Der Rendezvous-Punkt ist immer nicht so schlecht. Aber da muss ich. Das schneiden sie so. Zack, zack! Und weg bin ich wieder. Deswegen tragen wir uns auf Prograde. Aha. Control from here. Dann halt auf Retrograde, weil wir mich hätte beschleunigen. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist, so geschissen. Auf 509 soll er die eigentlich auf beschleunigen. Ja. So, jetzt ist die Stufen ausbrennt. Jetzt machen wir. Diesen da, würde ich sagen. Manöverpunkt 27 Sekunden ist super. Was tue ich da mit dem Maus gerade? Ich habe keine Ahnung. So, ich sage, das ist das Schwierigste. Wir auf unserer Apoapsis machen wir jetzt ein Manöver. Wir müssen den Kreis einmal da angleichen.
Navigation machen wir auch noch. So. Passt, dann Manöverpunkt. In einer Minute 13. Speichern. 1 von unseren Triebwerken haben wir übrigens verloren, sehe ich gerade. Bei dem. Ich hätte es vielleicht nicht Vollgas oder Vollschub abkoppeln sollen. Manöverpunkt löschen. So, und jetzt brauchen wir einfach ein schönes Rendezvous und das ist da zum Beispiel. Und jetzt machen wir noch in ein paar Minuten, in 2 Minuten, denn das perfekt wird es. Da muss ich jetzt zupfen. 514, muss ich da ein bisschen schneller werden? Na, weg damit. So, Manöverpunkt. Weg damit. Das ist das Schwere. Das ist einfach das Schwerste in dem Spiel. Ich muss ein bisschen abbremsen, damit ich da umkomme, oder? Und dann wieder zusammenbremsen, damit ich Daten halt gerne so schneidend erwischen, aber das wird sich nicht spülen. Da geht es wieder voll abbremst. Was? Ah! Ich kann es anders auch machen. Wir schauen Richtung Target. Speichern ab und. Fallen wir runter nämlich, gell? Wenn ich da bin. Das funktioniert halt so leider nicht, ne? Jetzt ist das Soft aus. Declination. Machen wir mal Declination Manöver. Da Manöverpunkt.
kann ja sogar mit einer RCS machen eigentlich. Ja, ich bin's schnell gewesen eigentlich, ich hätte warten sollen, bis der vorbei ist und dann hätte ich da so die Aufholjagd starten sollen. So. Wie kriege ich das zusammen. Na, wir können mit einer anderen Modula fliegen eigentlich. Nein, wir sind beide ziemlich gleich schnell unterwegs und da musst du irgendwann mal aufholen. Intersect 1. Ja, dann lassen wir mal die Zeit vergehen, schauen, was für den nächsten Intersect wir da haben. Schauen wir mal Richtung Target. Hast du das? Control from here. Es hat überhaupt nicht hin mehr das Control from here. Control from here. What the fuck? Was passiert denn jetzt, wenn wir jetzt langsamer werden? Schatz, wie geil. Separation 600 Meter. Der war perfekt. Oh yeah. Der Schub war mal perfekt. Boah, das ist eine Tortur. In echt hat das, glaube ich, nicht so lang gedauert. So, wenn wir das jetzt ein Rendezvous jetzt endlich einmal geschafft haben. Eine komplette Mondumkreisung. Scheiße, das findet alles im Finstern wieder mal statt. Das habe ich selten geschissen gemacht. Und machen wir mal einen Quick Save. So, wo ist denn mein Dings, mein. Jetzt brauche ich nur mehr umfliegen eigentlich, gell?
So, zum Abbremsen drehen wir uns wieder anders um. Dadl, der muss ja schlecht sein. Schatz, was das gar nicht. Jetzt haben wir jetzt wieder verlauter. Oh. Was machst du da jetzt gerade? Was ist mein Target? Where is the target? 400 Meter weit weg, noch einmal. Wow, Alter! Gut, dass ich auf der Apollo 11 auch Quick Save und Quick Load gehabt habe. So. Wir beschleunigen jetzt einmal ganz sachte Richtung. 20 Metern pro Sekunde fliegen wir dahin. Passt. Dann Retrograde eine. So, da muss ich Skier magazieren. Ich weiß es noch nicht so richtig, aber. Fliegen wir jetzt mit 1 Meter pro Sekunde. Den Punkt, den roten, muss ich da reinbringen aufs Target, ne? Da ein bisschen mehr ziehen. Und dann da mal mehr schieben. Alter, Schatz, wie Geidel und Novi sind. Control from here. Set as target. Docking Computer ein. RCS ein. Wir drehen uns einmal so. So, dass das einmal auf Null ist da, sind die jetzt müssen wir es einmal ausrichten. Rotation passt. Schnauzerl auf. So, und jetzt gehen wir das Grüne da einfangen mit dem Gelben. Komm zu Papa. So, ein bisschen weg muss ich da.
weg, 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 weg. Speichern. Ja, mit einem kaputten Triebwerk hat man das auch noch geschafft, gell? Dann sehe ich da jetzt gar nichts mehr, aber ich brauche eigentlich nichts sehen, weil ich fliege mit Instrumenten. Was? Das war's? Ich habe jetzt gerade auf die Distance mehr geschaut. Ups. Okay. Sehr gut. Wir machen bald Pause, weil ich mache dann nicht mehr. Außerdem habe ich keine Zeit mehr dann. Wir warten, bis wir wegen der Sonne sind, wenn wir da die Crew transferieren und so weiter und so fort. Den Knotenpunkt werden wir da so setzen, dass wir da mit der Periapsis aus beschleunigen. Ihre Richtung Kerbal Space Center und wir haben wieder Funkkontakt. So, herrlich. Gut, was machen wir jetzt? Wir haben uns da wieder zurück. Crew Hatch. Transfer Crew. Na. Transfer Crew. Transfer. So, schauen wir mal, ob alle da drinnen sind. Eins, zwei, passt. Burschen, wir haben Glück gehabt. So passt, das ist jetzt das scheiß Modul, was kein Mensch mehr braucht. Das ist dann wieder auf dem Mond runtergelandet. Natürlich haben wir die Experimente vergessen, aber scheißegal. Jo, passt. Das war der schwierige Part, das Rendezvous da wieder im Mondorbit. Jetzt natürlich haben wir noch immer die Engines da ein bisschen. Und da ja so ein Schisser-Pin. Mit dem Delta V. Sagen wir mal Control from here. So, ich schätze mal, da werden wir unseren Manöverpunkt, Add Manöver. Wir setzen das Kerbal Space Center als Target. Kann ich das nicht? Set Target? Na komm, kann ich mein. Fokus, warum hat er jetzt wegen Moon? Ja, wird schon passen. 187, das geht ja dann. Map, Time Warp 2726.
So, some AF Pro Grade. So, da werden wir jetzt da jetzt einmal ausbeschleunigen, was es Zeug halt hat. Das ist nicht so genau. Wie haben wir nicht? Passt. Undock. So, wie wechsle ich jetzt das Raumschiff? Dock-Modus. Tab. Ich hoffe, es ist Tab. Na, da kann ich nur... die Planeten durchtappen, gell? Wie kann ich das Raumschiff wechseln?
So, wieder da. Es ist mit der Taste. Oh, mit was in der Taste ist es gegangen eigentlich? Es war die Taste Plus. Ja, wurscht. Wir schauen einmal auf die Map und. Okay, wir müssen da eh noch ein bisschen Gas geben. Das heißt, wir aktivieren jetzt das. Diese Engine. Sind da schon voll Schub anscheinend. Alter, da haben wir so viel Schub, dass wir schon in einem Sonnendings waren. Na, zupf mir jetzt nicht an. Da haben wir mal Moon Escape. Ja, genau, der Moonlander, der fliegt da jetzt um und um. So, und wir sind jetzt im Kerbal Space Center System quasi, und da darf man dann Kerbin escapen und können dann zum Beispiel noch Eve fliegen, wenn wir unendlich viel Treibstoff hätten, aber das machen wir nicht. Das heißt, wir drehen uns um auf Retrograde, bremsen, ne? Effektiv ist es da bei der Periapsis am besten natürlich. Das heißt, die holen wir uns noch. Und jetzt bremsen wir ab. Ja. Wie sich einer birgt, der Arbeit. So, und jetzt natürlich am schnellsten Weg zurück heim zur Erde. Treibstoff haben wir da durch. Da scheißen wir uns nix. Haut uns jetzt nochmal, schaut euch das an, da haut uns jetzt nochmal zurück zum Mond. Da kommen, werden wir nochmal von der Mondgravitation da anschauen. Und da an dem Punkt ist der Abstand so hoch, dass die Anziehungskraft wieder von der Erde quasi her ist. Passt, und jetzt fliegen wir da um. Ah, das Time Warpen, Alter. Fokus Kerbin ist einmal gut. Die Hälfte vom Treibstoff hätten wir noch immer. Wir machen da einen Gravity-Bremser da noch. Ich glaube bei 58 ist das ziemlich gut. Speichern. Eigentlich hätte ich nie speichern müssen. Naja gut, die 1000 Time Warp. Und wir beschleunigen natürlich bergab, ne? Bergauf, wenn wir langsame Geschwindigkeit und dann beschleunigen wir wieder runter zu einer hohen Geschwindigkeit in der Periapsis. Der ist jetzt schon unter die 75.000, glaube ich, wo keine Atmosphäre mehr herrscht. Und jetzt, glaube ich, haben wir da, könnt ihr euch das anschauen, dass wir durch Atmosphärenbremsung quasi die Apoapsis da kleiner machen. Schauen wir uns das an, wie das jetzt funktioniert. Jetzt ist schon kleiner, ja. Da bremsen wir jetzt. Wir haben zwar noch das Gerät mit, aber die letzte Stufen absprengen, da haben wir da.
Mir scheint, dass sie kleiner wird, aber fühlt wird sie nicht kleiner. Ja, ich scheiß drauf, wir sind eh retrograde, da geben wir ein bisschen Schub und dann braucht uns die Erde nicht mehr abbremsen. Aber bei 24.000 glaube ich. Scheiße, ich weiß es halt nicht. Time Warp geht nicht mehr schneller. Wir machen da einen Manöverpunkt und dann schauen wir, dass wir ungefähr da irgendwo im, nicht in der Nacht, will ich eigentlich nicht landen, aber bitte, das ist eigentlich wurscht. So, und dann hätten wir die Mondlandung in 2 Stunden gut erledigt gehabt. Wir zollen der Mondlandung unseren Tribut. Time Warp, Time Warp. Na komm, ich will nicht Autosaving, ich will nicht Autosaving. Danke, jetzt geht's. So, jetzt bremsen wir noch mal kurz ab. Was haben wir jetzt für Periapsis? Ja, 4000 passt. Sehr gut, das war's eigentlich. Wir lassen den restlichen Scheiß da, den Weltraummüll quasi verglühen und machen diesen da. Danke. Der Stufen verglüht in der Erdatmosphäre. Und wir drehen uns auf Prograde und lassen das auf Prograde und gehen von Time Warp für 100. Er bremst den einfach selber ab, glaube ich. Schaut's wie geil, das Hitzeschild. Ablator, der verbraucht sie jetzt. Herrlich. Das ist halt das Lockhaus. Schwierig ist es noch nicht mehr landen, wo auch Atmosphäre ist. So, das war's. Kann jetzt den Hitzeschild oberhauen? Wir landen sogar nicht im Meer, war das gewollt? Nein. Wurscht. So. Fallschirmlauf. Kann ich den da? Dann kann ich sogar abwerfen. Mach's gut, Hitzeschild. Ah, herrlichst.
So, meine lieben Damen und Herren, das war's. Die Gedenkmission an Apollo 11. Mit der Saturn 5-Rakete. Noch 1000 Meter bis zum Touchdown. Und wo sind wir gelandet? Nicht unweit vom Kerbal Space Center entfernt. Ah, nicht blöd. Damit endet der Livestream. Irgendwann werde ich vielleicht ein cooles Video draus machen, wenn ich mal Zeit habe. Ich habe jetzt eh Urlaub, aber bin jetzt in Kroatien für eine Woche. Aber dann vielleicht Touchdown. Yay! Recover Vessel. So läuft es ab. Nicht ganz so, aber grob. Thanks, I've got it. Passt. Ja, gut, das war's einmal mit Kerbal Space. Danke fürs Einschauen, bis zum nächsten Mal. Das war's auch mit dem Livestream. Bis zum nächsten Mal, euer Steinchen.